Frau Stausberg, welchen Problemen sehen sich deutsche Innenstädte derzeit ausgesetzt? Deutsche Innenstädte oder auch Stadtteile, deutsche Städte insgesamt, haben ja im Moment mit einem erheblichen Strukturwandel zu tun. Man kann sich das so vorstellen, dass die Anforderungen an die Städte sich ja komplett geändert haben. Das hat nochmal einen enormen Schub bekommen durch die Corona-Pandemie. Das heißt, die Menschen gehen eher nicht mehr so in diese Einkaufszonen oder weniger, so wie wir das gekannt haben. Allen ist ja bekannt, das Kaufhaussterben, was wir in den Innenstädten haben, aus welchen Gründen auch immer. Und das hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Aber auf jeden Fall löst es einen erheblichen Veränderungsdruck aus. Also in einigen Städten, die sehr nachgefragt sind, Beispiele Köln, Düsseldorf, auch Universitätsstädte, Münster und so weiter. Da gibt es einen hohen Druck auf Wohnraum. Und in kleineren oder mittleren Städten, da haben wir dann manchmal das Problem von Leerstand, gerade auch in den Innenstädten. Also ganz unterschiedliche Problemlagen, die die Städte haben oder vorfinden, aber denen sie irgendwie mit verschiedenen Instrumenten begegnen müssen. Das ist ein großes Thema für uns als den Deutschen Städtetag. Was kann denn nun die Kultur und die Kulturpolitik eventuell auch zu einer lebendigen Gestaltung von Innenstädten beitragen? Wir sehen Kultur als einen ganz wichtigen Faktor, um diesen Strukturwandel zu begleiten, zu unterstützen und vielleicht sogar auch als Motor zu wirken, dass die Innenstädte ja sich neu aufstellen, lebendiger werden. Wir setzen dabei auf einen Nutzungsmix. Also Kultur ist nicht das einzige Element, ist ein sehr wichtiges Element, tritt hinzu zu anderen öffentlichen Nutzungen, wie zum Beispiel im Bildungsbereich oder für andere, für Ämter, für Stadtverwaltung und so weiter. Aber Kultur hat ja so eine transformative Kraft. Und diese transformative Kraft soll eben auch in den Innenstädten wirken oder tut es auch einfach von sich aus, weil Kultur eben so ist. Welche positiven Beispiele können Sie denn einmal nennen aus den Innenstädten, die Ihnen vorschweben? Ich komme aus Wuppertal. Vielleicht ist es daher erlaubt, dass ich auch Wuppertal nehme. Wuppertal ist sicherlich eine Stadt, die ganz erheblich auch mit Strukturwandel zu tun hat. Ist auch jetzt zwar durchaus, ich finde natürlich eine attraktive Stadt, aber das ist jetzt nicht so eine Boomstadt, wo jetzt alle hinziehen. Wuppertal hat auch vor einigen Jahren sein Schauspielhaus geschlossen. Und dort an diesem Ort entsteht jetzt aber wieder was Neues mit Kultur, und zwar das Pina-Bausch-Zentrum. Und das ist natürlich eine ganz besondere Investition für diese Stadt. Und da erhofft man sich sehr viel, natürlich auch im Zusammenhang mit dem Pina-Bausch-Zentrum, dass das wirklich die Stadt auch insgesamt nochmal nach vorne bringt. Das ist vielleicht ein Beispiel. Es gibt aber sehr viele auch kleinere Beispiele im kleineren Maßstab. Bei den Kaufhäusern haben wir es jetzt sehr stark, dass da auch über unterschiedliche öffentliche Nutzung nachgedacht wird, zum Beispiel eben auch, dass Kultureinrichtungen dort mit einziehen, sei es eine Bibliothek oder eine Musikschule. Oder dass man auch Leerstand zum Beispiel bekämpft mit Zwischennutzungen für kulturelle Zwecke, dass Ausstellungsräume geschaffen werden, Ateliers für Künstlerinnen und Künstler, dass einfach Kultur auch Raum hat. Das ist ja immer auch eigentlich ein Manko. Also Kultur braucht ja Raum und da kann man Synergieeffekte herstellen. Und welche Beispiele fallen Ihnen ein, wo es vielleicht auch nicht geklappt hat mit diesen Kulturprojekten und woran hat das dann gelegen? Also oft liegt es am Geld. Also Beispiele, wo es nicht geklappt hat, fallen im Moment tatsächlich nicht so ein. Wir stellen gerade eine Liste zusammen mit positiven Beispielen, also wo es eben gut funktioniert hat. Aber wenn es nicht gelingt, Kultureinrichtungen zu etablieren, dann hat das ganz oft damit zu tun, dass das natürlich auch ein bisschen was kostet. Und das ist eine große Belastung, gerade für strukturschwache, finanzschwache Städte, die das nicht aus eigenen Mitteln stemmen können. Und wenn dann insgesamt die Mittel zurückgehen, wie wir das im Moment ja durchaus haben, auf Bundesebene, auf Länderebene, Fördermittel werden weniger, die Städte kommen in ganz schwierige finanzielle Situationen hinein, dann kann das große Probleme haben, auch für die Kultur. Wir versuchen einfach da deutlich zu machen, dass man Synergieeffekte hat, wenn man auch in die Kultur investiert, weil man dann eben auch weitere Folgewirkungen vermeiden kann. Aber es gelingt nicht immer. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dankeschön.